Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Enderal Forgotten Stories. Wir suchen immer noch die Karte. Ihr habt mir gesagt, ich soll hier schauen. Es waren doch ziemlich genaue Tipps, aber ich bin eigentlich ganz froh drum. Schon oft über dieses Suchding ausgelassen, also in diesen Schriftrollenstapeln oder so. Es muss irgendwo hier in der Mitte bei diesen Dingern sein. Haben ja auch ein bisschen an den Seitengängen welche gemacht. Ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, eine Sekunde hat es gedauert nach dem Neustart. Ich meine, ich habe mich jetzt hier auch auf die Mitte konzentriert. Aber okay, das ist sie. Ja, ich weiß nicht, warum ich es letztes Mal nicht gefunden habe, Leute. Keine Ahnung. Aber dass es jetzt so schnell ging, ist mir doch ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Naja, okay. Aber ich verstehe auch, warum ich sie nicht gefunden habe, ehrlich gesagt. Sie liegt da unten drin. Mal kurz anhalten. Ich muss auf erstmal klarkommen. Sie liegt da unten drin. So, dummes Papier. Und es gibt, guck mal hier. Hier ist noch so eins, das kannst du nicht anklicken. Ach, Mann, dieses Spiel, ey. So, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir sollen hier in diese Kapseln. Und einer hat Jesper gerade okkupiert, glaube ich, wenn ich es richtig erkannt habe. Also das Teil ist unsere Kapsel. Wir haben ja jetzt eh Zeit. Wir haben sie super schnell gefunden. Ich wahrscheinlich da mehr auf die Dinger konzentrieren sollen. Jetzt habe ich hier das Teil aufgemacht. Jetzt hat auch der Schalter funktioniert. Setzen wir uns rein. Mal sehen, ob ich noch irgendwie zumachen muss selber. Nee. Sternlingskapsel ist schon großartig. Ne? Vom Spieldesign finde ich jetzt in solchen Kapseln hier eigentlich eine unfassbare Technologie für dieses, für diese Welt. Oh, das ist laut. Das war laut. Okay, so schnell kann man da raus. Ja, letzte Folge 3 Minuten, 4 Minuten gesucht, locker, eher länger sogar. Und immer wieder am Vogel verreckt. Und jetzt hat es eine Sekunde gedauert. Die Tipps waren zu spezifisch, ich wusste bei den Schriftrollen. Dadurch habe ich da noch mehr drauf geguckt. Aber okay, das andere Ding, das hätte ich auch so schon finden können. Da hatte ich ja schon geguckt in der Folge davor, ne? Ich hätte das auch so finden können. Ich habe, glaube ich, genau das Teil daneben gehovert und habe gesehen, okay, man kann nur die Schriftrollen anklicken, alles andere ist Design. Dem war dann leider nicht so. Okay, wir sind jetzt hier irgendwo, wir sollen mit Kalia sprechen. Wahrscheinlich wieder auf der Erde gelandet. Im Eis, im Nordwindgebirge wahrscheinlich. Ah, hier unten, okay. Im Süden des Kristallwalds, kurz vor Altartulis. Ich erinnere mich ganz gut an die Gegend. Hier sind Neremesen potenziell unterwegs. Und ja, wir sind irgendwie entkommen. Wir sind irgendwie entkommen. Verdammter Vogel. Und sie ist direkt neben uns gelandet. Glücklicher Zufall. Kirasch, es geht dir gut. Ich dachte schon. Nee, alles gut. Kannst du laufen? Wir sollten den Söldner, Jesper, suchen. Ich habe seine Kapsel hier ganz in der Nähe einschlagen sehen. Ja, gut. Ich meine, ist ja auch recht klar, dass sie alle beisammen einschlagen. Da hinten sehe ich noch eine. Das ist er wohl. Aber die sind schon sehr nah aneinander. Na gut, wenn alle einfach runterfliegen. Da vorne. Oh, oh nein. Oh nein. Puh, er lebt noch. Sieht für mich nach einer Platzwunde und ein paar Brüchen aus. Er muss gegen den Stein geschmettert worden sein. Trotzdem müssen wir ihn zu einem Apothekarius bringen. Hast du die Karte? Hier unten sollte die Teleportmagie wieder funktionieren. Hab ich. Gut, dann war es wenigstens nicht umsonst. Komm, gehen wir. Gut. Ja, wir haben die Karte. Also die Karte der Sternlinge. Und wir haben die Theorie. Wir haben ja auch gut Wissen letzte Folge gesammelt über das anstehende Problem und die eventuelle Lösung. Also wir nähern uns tatsächlich. Die Hohen verschlingen also unser Bewusstsein. Ja. Na, das nenne ich doch mal zynisch. Auf eine gewisse Art und Weise betrachtet werden Koarek und seine freien Völker also doch Teil der höheren Wesen, die sie so vergöttern. Wir sollten ihnen davon erzählen. Vielleicht ziehen sie dann vor lauter Freude sogar von unseren Toren ab. Spart euch die Witze. Erzmagister Merayil, wie lange braucht ihr, um die Karte zu entziffern? Erzmagister? Ich weiß nicht. Ein paar Tage mindestens. Am besten fange ich gleich an, entschuldigt mich. Was ist mit ihm? Irgendwas stimmt nicht. Jaela war früher seine Mentorin.
Aber er wird darüber hinwegkommen. Er muss es. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Prophet. Die Mission war ein Erfolg. Ein Erfolg? Was zum Henker ist nur mit dir passiert? Nichts. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Streitereien. Jaela ist tot, Thealor. Genau wie Jorek. Jorek, verdammt nochmal. Das alles wäre nicht geschehen, wenn wir Koarek diese idiotische Maschine gegeben hätten. Bitte, Thealor. Wenn dir irgendetwas an meiner Meinung liegt, dann lass endlich ab von diesem Wahnsinn. Deine Meinung interessiert mich nicht. Jorek war ein Verräter und Jaela starb für eine gute Sache, aber vor allem Letzteres ist wohl etwas, das du nicht nachvollziehen kannst. Und jetzt schweig. Ich habe genug von deinen ewigen Sabotageversuchen. Alles klar. Zurück zum Wesentlichen. Sharim, für wie realistisch haltet ihr Jaelas Vorschlag, durch das Wort der Toten in den Geist eines Hohen zu gelangen? Ich dachte, das Wort der Toten ermöglicht nur das Durchleben der letzten Erinnerung. Naja, die Hohen sind anders als normale Lebewesen. Sie bestehen ja nur aus Gedanken und Gefühl, zumindest wenn die Theorie der Magistra stimmt. Es ist keine Theorie. Die Zeichnungen in der Sternenstadt waren eindeutig. Ein Hoher entsteht aus dem kollektiven Bewusstsein einer Menschheit. Aus der Läuterung. Ja, eben deswegen könnte es funktionieren. Der Geist eines Hohen wäre eine einzige Erinnerung. Und so können wir ihn vielleicht mit dem Wort der Toten betreten. Wir werden es darauf ankommen lassen. Noch halten die Mauern, aber wir müssen uns beeilen. Sobald die Arkanisten herausgefunden haben, wo die Stadt der tausend Fluten ist, werden wir hinabsteigen und versuchen, Jaelas Plan in die Tat umzusetzen. Erholt euch bis dahin. Die Lichtmagier sagten, dass der Söldner überleben wird. Und falls ihr noch irgendetwas dort draußen zu erledigen habt, solltet ihr es jetzt tun. In den nächsten Tagen wird sich vieles entscheiden. Wenn nicht alles. Okay. 3000 Erfahrung. Armer Merayel. So habe ich ihn noch. Oh, da ist auch gleich eine Stufe dabei. Optional. Warte mal. Ich fühle mich fast albern, das zu sagen, aber ich würde gern noch etwas Zeit mit dir verbringen, bevor wir diese letzte Mission beginnen. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl bei der Sache. Und ich will nicht, dass unsere letzten gemeinsamen Erinnerungen nur aus diesem Chaos bestehen. Da bin ich sowas von dabei. Komm also zum fetten Leoren in die Oberkante. Ja, fetter Leore, alles gut. Also, Magistra Jaelas und Liams Begräbniszeremonie beiwohnen. Das will ich machen. Natürlich will das alles machen. Das will ich machen. Thealo auf den Streit ansprechen will ich auch machen. Und das mit dem fetten Leoren haben wir uns jetzt gemerkt. Und gib auf dich Acht. Ich will mal kurz hier verfolgen. Da ist er. Prophet. Wie zum Henker kann die Truchessa trotz allem, was geschehen ist, noch die Existenz der Hohen abstreiten? Wisst ihr, ich kenne die Truchessa besser, als ihr vielleicht glaubt. Und ich weiß, was sich hinter ihrem unberührbaren Auftreten verbirgt. Nämlich Angst, nicht anerkannt zu werden. Oder etwas zu verlieren, was ihr wichtig ist. Bei Natara ist das der Orden. Ihr wisst das vermutlich nicht, aber Natara ist lediglich belesenen Pfades. Sie hat sich ihren Weg freigekämpft und hat es dabei nicht nur zu einem Wächter des Siegels geschafft, sondern sogar ganz an die Spitze. Okay, das heißt, der Orden ist alles, was sie hat. Ja, und sie hasst Wandel. Deshalb glaubt sie, eure Aufnahme oder die Hilfe von Narazuls alten Magiern zerstört das, was sie groß gemacht hat. Sie denkt, die Gefangenschaft hat mich zu einem Narren gemacht, der nur seinen Willen durchsetzen will. Dabei begreift sie nicht, dass mir das, was die letzten Monde passiert ist, genauso nahe geht wie ihr. Und dass es mir 100-mal lieber wäre, ihren Rückhalt zu haben, als dieses alberne Gestreite. Woher kennt ihr die Truchessa überhaupt so gut? Könnt ihr euch das nicht denken? Okay. Ihr braucht Rückendeckung. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sagen höre von ihm. Aber ja klar, also ich finde, so wie ich Thealor als Charakter verstehe, ist total offensichtlich. Er ist halt hart, rational und ist bereit, Opfer zu bringen für seine Überzeugung und um die Welt zu retten. Ne? Aber er ist doch überhaupt niemand, der nicht Empathie hegt gegenüber seinen
seinen Kollegen, seinen Mitstreitern. Ich hatte immer das Gefühl eigentlich, dass wenn es einen Verlust gab, dass er darunter sehr gelitten hat. Er ist halt nur so ein Typ, der das nicht so ganz nach außen trägt, aber ich finde, man merkt es schon dann an seiner Reaktion, an seiner Stimme. Okay, ihr braucht Rückendeckung. Das ist das erste Mal, dass ich euch so etwas sagen höre. Jeder braucht Rückendeckung. Aber wisst ihr, wir Menschen sind den Tieren so viel ähnlicher, als manch einer uns glauben lassen will. Wir sind wie Wölfe. Und jedes Wolfsrudel braucht auch einen Anführer. Jemand, der an der Spitze steht und die harten Entscheidungen trifft. Und dieser jemand bin ich. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich muss mein Bestes geben. Wenn meine Entschlossenheit bröckelt, dann fällt auch der Mut der anderen zusammen. Aber all dem zum Trotz bereue ich keine meiner Entscheidungen. Hätte ich eine Chance, würde ich sie genauso nochmal treffen. Okay. Das war nicht uninteressant. Es ist jetzt hier, ihr merkt es, ne? Wir sollen nochmal mit Jesper reden, mit der Begräbniszeremonie sollen wir beiwohnen. Wir sollen nochmal, das steht jetzt hier nicht, aber hier, genau, Kalia sollen wir nochmal treffen, abends im Adelsviertel. Und das wirkt alles für mich schon, als würde man nochmal einen Rundumschlag führen, noch einmal Gespräche führen mit jeglichen Charakteren, die jetzt eventuell sterben vielleicht oder natürlich nach dem Ende des Spiels dann, ne, dass man von denen nochmal richtig Abschied nehmen kann. Man wird viel von. Weil danach natürlich logischerweise, wenn die Sache vorbei ist, wenig passiert. Also je nachdem, wie es ausgeht. Es kann natürlich auch sein, dass wir es irgendwie schaffen und dass wir danach nochmal mit allen interagieren können. Es gibt aber, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein Ende gibt, in dem einfach die Läuterung eintritt. So. Wirkt ja eh alles sehr aussichtslos. Und wenn dem so ist, dann könnte das hier das letzte Mal Ruhe sein, die letzte Möglichkeit, mit den Leuten zu quatschen. Und genau deshalb machen wir das natürlich auch. Aber ich will als erstes, glaube ich, der Begräbniszeremonie beiwohnen. Nicht, dass ich die zeitlich irgendwie verpasse. Das ist hier zwischen Marktplatz und Fremdenviertel, wie mir scheint. Na, zum Markt. Kurz gucken, ob ich noch genug Platz im Inventar habe. Ich habe jetzt kein Interesse mehr daran, irgendwas zu machen an meinem Charakter, glaube ich. Die einzige Sache ist, ich will halt nicht überladen sein. Aber es ist halt auch die Frage, so langsam bringt Looten schon gar nichts mehr eigentlich, denke ich. Okay, ja, wir sind fast voll, ne? Also es macht schon Sinn, dann nachher noch einmal. Aber wisst ihr was? Ich kann auch einfach jetzt zur Truhe. Was, ist doch auch egal, als ob ich jetzt hier groß handeln muss. Da lagern wir einfach schwere Dinge ab. Ich werde den auch nicht mehr tragen, glaube ich. Ich lege mal das Schwert ab. Weil wir haben unsere beiden Schwerter. Ich werde die bis zum Ende tragen. Ich finde die Kombination aus dem Dolch und dem Lichtschwert sehr cool, persönlich. Ich finde es auch etwas schöner und nicht ganz so groß, vor allen Dingen wie das Totenschwert. Und dadurch blockiert es nicht so viel vom Bildschirm. Hier diese ganzen komischen Dinge, die wiegen halt super viel. Die trage ich mal weiter, sonst bereue ich es vielleicht irgendwann. Tatsächlich könnte ich den auch behalten. Ich habe ja keinen Norbaya gefunden, aber Stufe 30 ist schon sehr schwach. Und so haben wir schon nur noch 350 und ich denke fast, guck mal, 4 Kilo wiegt er durch. Ich denke fast, dass das passt. Ein bisschen was abwerfen noch hier. Habe ich den nicht ausgerüstet, den Rucksack? Habe ich vergessen. Es gab ja jetzt neulich öfters mal Phasen, wo man abgerüstet wurde. So geht's ja nicht, dann haben wir auch gleich wieder viel mehr Traglast. Und natürlich Boni. Okay, jetzt schaue ich nochmal zur Sicherheit. Also, genau, ich muss das auch noch umrüsten. Ich habe ja hier die Magiewiderstand-Dinger angewählt. Da nehmen wir einmal das da. Und dann natürlich hier Klingenmeister. 2 gegen den Vogel noch. Und damit bin ich ganz zufrieden. Dann werfen wir hier noch 5 Wildmagier-Kapuzen hin. So, hier. Da freut sich der Erste, der hier aufsteht. Hier ist richtig was von Wert. Guter Stoff. Den Lachs haben sie wohl vergessen. Dann bestimmt noch sehr lecker am nächsten Morgen. Okay, dann gucke ich mal. Also wir sind jetzt hier. Wir müssen dahin. Wartet mal, ich gehe mal. Messer? Ich meine, eigentlich hätte ich auch einfach hinlaufen können. Aber egal. Bin schon so an die Wegschilder gewöhnt. Okay, wir haben Platz geschaffen. Wir tragen unseren Rucksack wieder. Wir haben die Ringe umgerüstet. All die Dinge, die man potenziell vergisst, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. Und jetzt geht's weiter. Übrigens ein kurzes Update. Der Computer ist immer noch nicht geschickt. Das heißt, Enderal wird leider den neuen Rechner verpassen. Aber es ist auch gar nicht so schlecht. Das heißt, also, falls es jetzt bald vorbei ist zumindest. Weil das heißt, dass ich, warte eine Sekunde. Es bedeutet, dass ich
jetzt ein bisschen noch präventiv Enderall aufnehmen werde. Und danach... Messer. Ach, ich muss zum Friedhof, das ist doch gar nicht hier. Egal, ich möchte es erst zu Ende sagen, das wäre wichtig. Und danach, erst mit dem Computer dann mit neuen Rollen spielen und Dota und so durchstarte. Ist auch ganz gut, weil wenn ich dann ein paar Tage Enderall habe, dann kann ich die vor, dann kann ich die schedulen und danach kann ich, und in der Zeit kann ich sozusagen den Computer dann einrichten, alles machen. Das ist ja auch super viel Arbeit. Ich habe auch vor, da ein paar qualitative Änderungen vorzunehmen und Einstellungen und Animationen. Es wird krass und viel Arbeit, aber ich werde es machen. Und ja, da eignet sich das vielleicht ganz gut. So, ich bin gerade echt irritiert, weil ich stehe hier und da ist die Begräbniszeremonie, aber meine Logik sagt, ich muss eigentlich ins Kasernenviertel, fällt mir gerade auf, weil da ein Friedhof ist. Das heißt, vielleicht ist der Zeiger ein bisschen ungenau, sonst wäre das nämlich da drin irgendwie. Oder so, also ganz nah auf jeden Fall. Keinen Anstand mehr, die jungen Leute von heute. Aber dem ist nicht so. Keinen Anstand mehr. Also gehen wir mal hier lang. Aber wartet mal. Hier ist das doch. Das gilt ja hier schon als Linksviertel. Ah ne, hier ist es nicht. Genau, wir müssen noch durch die Tür, aber dann kommt das gleich. Also hier kommt, glaube ich, gleich der Friedhof. Dann, es muss ja beim Friedhof sein. Lass sehen. Es ist für mich sind diese roten Linien immer die Viertel. Also das wäre hier jetzt noch Fremdenviertel total. Aber es ist nicht ganz genau offenbar. Ist immer noch nicht so glauben, dass dieser Kroarak einfach so mit seinen Schiffen in den drei Seelen, die wir heute bekommen. Halt doch mal die Klappe da hinten. Sie gaben ihr Leben für eine rechte Sache, für das höhere Gut. Und deshalb werden sie auf den ewigen Pfaden wandeln, gemeinsam mit unserem Herrn, der selbst entschied, uns zu verlassen. Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang, Hüter des ersten Siegels. Und Liam Lichtmann, Novize. Möge der Herr heute eure Seelen empfangen. Haltet doch einfach den Mund, verdammt! Oh. Als würdet ihr das selbst noch glauben. Hüterin, ihr... Malphas ist tot, hört ihr? Tot, abgekratzt, verreckt! Ein toller Gott, der sterben kann, was? Ein großartiger Gott! Schafft sie davon. Ihr verschließt die Augen, aber das ist die Wahrheit. Die Läuterung ist die Strafe für unser Versagen. Und die Hohen werden uns holen, hört ihr? Sie werden uns holen, alle! Macht weiter. Aber... Macht weiter! Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang. Na gut. Macht total Sinn, dass auch in den eigenen Reihen totale Panik ausbricht über Unzufriedenheit. Dass dieser Kroarak einfach so der Herr heute Schiffen eure Seelen empfangen und euch die Ewigkeit schenkt. Rantel ist nicht da, ne? Na gut. Hat wohl anderes zu tun. Das war das. Dann würde ich jetzt als nächstes mal mit Jesper im Kurarium reden. Wo war denn nochmal das? Ach ja, das war Sonnentempel. Das Kurarium. Ich bin gespannt, wie es ihm geht. Ich meine, er hat ja schon ganz schön was abbekommen. Ich frage mich, ob das sonst andersrum wäre. Ich frage mich, ob er was mit Jesper hätte haben können und dann Kalia jetzt verletzt wäre und wie mit ihm. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass er überlebt. Also es wäre zumindest schade, wenn er jetzt stirbt, auf so eine unnötige, blöde Art und Weise. Ich rechne mental schon, also ich bin mental darauf vorbereitet, dass mir noch ein, zwei wichtige Personen hier wegsterben. Damit muss man, glaube ich, in diesem Spiel durchaus rechnen. Aber jetzt in diesem Moment fände ich es schon sehr schade. Und ich hoffe natürlich, dass ich es irgendwie schaffe, dass sowohl Jesper als auch Kalia überleben. Ich glaube, jeden überleben lassen. Ach man, ey. Ich vergesse immer, in dem Bereich vergesse ich immer, wo das Wegschild ist. Jedes Mal, weil ich hier nie hingehe. Ich könnte auch einfach zum Sonnentempel teleportieren. Fällt mir gerade auf. War da hinten nicht eins? Wenn man da nach links läuft. Hier irgendwie, in dieser Kreuzung. Da. Missing. Genau, also ich werde mich auf Kalia und Jesper konzentrieren, wenn ich irgendwelche Möglichkeiten habe zu retten. Zu weit darf ich da auch meine Schützenhand, glaube ich, nicht ausbreiten. Sonst sterben wir am Ende alle. Das wird eh übel. Ich traue dem Spiel auch durchaus zu, dass es ein negatives Ende gibt. Auch wenn man sich vorbildlich verhält oder so
ich nenne es mal so, versucht, das abzuwenden. Ne? Also versucht, die Leute zu schützen, das Richtige zu tun, das Moralischste zu tun. Da wird man vielleicht auch durchaus für bestraft. Kann schon passieren. Wäre schade, wenn uns da es nicht gelingt, wenigstens irgendwas hinzukriegen. Aber wie gesagt, ich weiß bis jetzt nicht, wie man das abwenden soll. Ja, ja klar, wir haben ein Ziel, ne? Und die Aussage, dass es funktionieren könnte. Und okay, vielleicht sind frühere Zivilisationen nicht so weit gekommen, wie wir jetzt. Auf der anderen Seite irgendwie, habe ich das Gefühl, spielt alles den Hohn in die Karten. Es würde viel mehr Sinn machen, als dass wir hier den ganz großen Durchbruch erlangen im Vergleich zu allen davor. Naja, jetzt reden wir erstmal mit Jesper. Der sieht ziemlich angeschlagen aus. Na, das ist doch mal eine Überraschung. Was gibt's? Ich wollte nach dir sehen. Wie geht es deiner Verletzung? Die tut, was Verletzungen so tun. Schmerzen. Aber es geht schon wieder, danke. Am meisten macht mir das Rumliegen und Nichtstun zu schaffen. Wir starten bald die Mission in die Stadt der 1000 Fluten. Ich wollte mich verabschieden, für den Fall der Fälle. Oh weh, dieser dramatische Tonfall. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen. Diese Stadt hält noch einiges aus. Und ich werde bald wieder auf den Beinen sein und meinen Teil dazu beitragen. Gib einfach Acht auf dich, wo auch immer diese Stadt sein mag, in Ordnung? Und finde diesen Numinos. Ist schon sehr interessant zu sehen, wie Jesper sich geändert hat. Das hat er ja auch selber schon angesprochen, dass er mittlerweile komplett involviert ist in diese ganzen Thematiken, in diese ganzen Geschehnisse in die jüngsten. Ich weiß nicht, was mit meinem Sprachzentrum los ist, aber ihr müsst da leider das jetzt aushalten. Es passiert manchmal, wenn ich gerade aufgestanden bin. Das heißt, dass ich nicht müde bin oder so zum Glück, sondern ich bin einfach nur nicht in der Lage, ordentlich zu reden. Aber es passiert im Besten. Okay, wir haben das geschafft. Jetzt kommt eigentlich das Sahnehäubchen. Und zwar hier das. Kaliaabend zum Adelsviertel treffen, bevor die Sternlingskarte entschlüsselt wurde. Genau das habe ich vor. Noch einmal Sex. Ein letztes Mal eventuell. Aber ich bin, und ein zweites Mal auch erst. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir es überleben. Seien wir ehrlich. Wenn Jesper dran glaubt, dann glaube ich auch dran. Ich bin auch sehr gespannt, was uns da erwartet, natürlich. Sie geht jetzt auch in den fetten Leoren, ne? Ist mir durchaus aufgefallen, dass sie das bessere Haus frequentiert. Der gute Jesper hat sich ja da eher wohlgefühlt im Fremdenviertel. Bei der Assi-Taverne. Aber nicht sie, nicht Kalia. Die gönnt sich dann schon mal ein bisschen. Hat wahrscheinlich auch das Geld. Sie führte ja lange ein sehr genügsames Leben, in der sie sehr diszipliniert war und sich keine Freuden erlaubt hat. Zumindest nicht viele. Da hat sie bestimmt ordentlich Geld auf der hohen Kante. Die kann mir jetzt einen ausgeben, würde ich vorschlagen. Sahira, du bist gekommen. Ich wollte gerade reinlaufen. Oh, schönes Gewand. Ja, schönes Gewand. Danke. Ich dachte mir, der Anlass rechtfertigt es. Schon beeindruckend, oder? Von hier aus wirkt alles so friedlich. Als stünden keine Armeen vor der Tür, die nur den richtigen Moment abwarten. Das ist auch was ich immer noch nicht gemacht habe, ne? Ich bin einfach zu faul, rauszuteleportieren oder mit einem Myraden zu fliegen und wieder herzulaufen, um mir die Stadt von der Außenseite anzugucken. Aber vielleicht kann ich noch mal eine Burgmauer hochkrabbeln. Die Ruhe vor dem Sturm, würde der Pessimist in mir jetzt sagen. Na kommt. Ist doch auch egal, was wir hier nehmen. Ja. Du, willst du etwas Lustiges hören? Was? Wir zwei. Obwohl wir uns erst so kurz kennen, haben wir schon so viel erlebt. Wir haben gemeinsam die Siegelsprüfung abgelegt, haben alte Ruinen durchkämmt und die verloren geglaubte Heimat der Sternlinge gefunden. Keine gewöhnliche Geschichte für zwei Liebende, oder? Aber trotzdem. Mir fällt es schwer, den Wunsch zu äußern, wegen dem ich dich hierher gebeten habe. Vielleicht, weil er so fehl am Platz wirkt. So profan. Das klingt eigentlich nach einer willkommenen Abwechslung. Was ist das für ein Wunsch? Ach, komm einfach mit. Ich sag es dir dann dort. Okay. Sie ist wieder geschrumpft. Das war gut. Und jetzt gehen wir los. Ich bin gespannt, was sie möchte. Ich habe natürlich eine Hoffnung, aber die wird sich wohl nicht bewahrheiten. Ich habe das Gefühl, hier geht es um was mit, Gefühlen und Vergangenheit, vielleicht Erinnerungen, irgendwie sowas. Sie ist auch barfuß, ne? Also ich erwarte, dass sie mir nicht gleich die Kleider vom Leib reißt, sondern dass es hier in so eine ganz andere Richtung geht. Ich weiß noch nicht, ob mich das freuen soll. Na gut.
der Lüstling und das Mädchen schreiten zusammen zum Marktplatz. Ah, doch nicht. Ah? Willst du mir was erzählen? Ich speichere mal lieber. Da hat irgendwas nicht geklappt. Ich weiß jetzt leider nicht, ob sie reden will oder weiterlaufen will. Oft hilft das, glaube ich, in dem Spiel, wenn man einfach sich irgendwo hinstellt und gar nichts macht eine Weile. Das erwarte ich jetzt mal. Das Problem ist aber, dass sie auf mich fixiert ist. Laden wir mal kurz den hier neu. Vielleicht hilft es. Nee. Vielleicht kommt sie mit, wenn ich laufe. Altes Wasserwerk. Hat sie sich bewegt? Och Mensch. Ich meine, wir haben ja viele Wegschilder benutzt. Dann gehen wir nochmal zum Adelsviertel. Probieren wir gleich das Ganze nochmal. Normalerweise laufen die immer irgendwann weiter. Aber diesmal sah es schlecht aus, weil sie nichts vorhatte mehr. Sie hat versucht, mich anzugucken. Es wirkte für mich, als hätte sie da gerne mit mir gesprochen an diesem Punkt. Da können wir andere Dialogoptionen versuchen, oder? Da draußen ist der lauteste Vogel der Erdgeschichte. Hört ihr das? Ich bin mir sicher, ob ihr das hört. So, Kalia, jetzt nochmal. Schaffen wir. Gemeinsam schaffen wir das. Wir sind ein gutes Team. Gutes Paar. Saira, du bist gekommen. Ja. Schönes Gewand. Oh, wir sagen mal, du klingst überrascht. Tu ich? Es... Ach, egal. Bisschen aus der Reserve locken. Schon beeindruckend, oder? Von hier aus wirkt alles so friedlich. Als stünden keine Armeen vor der Tür, die nur den richtigen Moment abwarten. Das ist wahr. Du, willst du etwas jetzt Lustiges los. Hören? Jetzt erzählt sie uns ihren Witz. Wir haben schon letztes Mal sehr gelacht. Saira. Oh, erstmal. Jetzt reicht's. Erstmal Schwert ziehen. Messias? Wie, was jetzt? Wie? Oh nee, Leute, ey. Ich war jetzt schon irritiert, das ist irgendwie ganz anders als letztes Mal. Hä? Sie ist doch letztes Mal da lang gelatscht. Na gut, nochmal. Ich werde diesmal daran denken, direkt zu speichern nach dem Dialog. Und dann, ich darf nicht auf Laufen switchen, ist mein Verdacht. Ich fange nämlich immer an zu laufen, um ein bisschen Stimmung reinzubringen. Und eventuell ist das das Problem, keine Ahnung. Zum Glück ist es hier alles nicht wild. Eiterkäfer sind eklig, aber auch in alten Ruinen oder Grabstätten. Kann man sich merken, so. Ach, jetzt aber bitte. Jetzt aber bitte. Saira, ja, du bist gekommen. Ich bin hier. Danke. Du siehst wundertoll aus. Ja, Willst du etwas Lustiges hören? Ja, den willst du nicht mehr hören. Hören ist ein Running Gag schon mittlerweile. Okay, ja. Ja. Saira, du bist gekommen. So. Wird nicht anfangen zu laufen. Diesmal läuft sie wieder nach rechts. Das ist ein gutes Zeichen. Da ist sie jetzt mal weitergekommen, als mit ihrem Versuch nach links zu gehen. Messer. Und ich bleibe auch ein bisschen im Abstand, glaube ich. Ich störe sie da nicht. Und ich werde auf jeden Fall nicht versuchen zu laufen. Sieht winzig aus auf der Treppe da. Oh, ist das süß. Ganz klein ist sie. Guckt mal, wie klein sie ist. Okay, ja, ist immer noch nicht wirklich groß. Guckt mal, sie ist winzig. Ist auch ein bisschen die Optik, weil sie unten steht, aber trotzdem. Charaktere schrumpfen hier manchmal. Nein! Ey, ich kann jetzt nicht... Ah, sie läuft! Oh, sie läuft. Speichern. Ganz wichtig. Wer weiß, wie weit sie noch kommen muss. Okay, sie wollte tatsächlich einfach weiterlaufen. Interessant. Uff, ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann jetzt nicht das überspringen. Das geht ja gar nicht. Okay, Kalia. Ich glaube an dich. Ich weiß, es ist ein beschwerlicher Weg. Aber wir können gemeinsam deinen Wunsch, deinen Traum erfüllen. Wenn wir nur den Weg bestreiten. Ich schubse dich immer an, wenn du nicht mehr weiterkommst. Ich verspreche es. Halt doch mal die Klappe da draußen.
Es kommt davon, wenn man früh aufnimmt, wie normale Menschen. Wach ist zu Standardtageszeiten. Was ist denn da unten eigentlich? Da schwimmt ein Sack im Wasser. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Okay, Kalia, weiter geht's, weiter geht's. Ist auch. Ist auch ein ordentlicher Marsch, gerade weil sie läuft und nicht rennt. Warum auch immer sie sich hier entschieden haben, dass sie läuft. Wahrscheinlich, sie ist ja auch, sie ist gar nicht barfuß, ne? Nee, sie trägt Sandalen. Sie ist ja auch schön gekleidet und so. Ist hier auch was, wo man sich Zeit nimmt. Hier ist keine Eile. Ab ins Fremdenviertel. Sie geht von Viertel zu Viertel zu Viertel. Wegschilder sind ihr kein Begriff. Ich hoffe, die Krähe nimmt hier bald ein Wegschild, ey. Messer? Der Mann mit dem Hammer. Also, wir dachten die ganze Zeit, die magische Barriere hält die Nerimesen zurück. In Wahrheit ist er das alleine. Immer nachts geht er raus. Zerschmettert die gegnerischen Reihen. Es ist fast schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr die Kriegengeräusche hört, aber es ist fast schon ein bisschen Stimmung. Das passt ja ganz gut in so ein Spiel. Oh, danke, lieber Gott. Schnell speichern. Sie hat mich gewarnt. Das war der Blick. Du hast schon lange nicht mehr gespeichert. Jetzt sind wir zum Tanzen Nomaden gegangen. Wir haben uns vor dem fetten Leoren getroffen und jetzt sind wir doch zum Tanzen Nomaden gegangen. Also sie ist auch kein Freund der feinen Gaststätten scheinbar. Davor habe ich mich ja darüber ausgelassen. Ich nehme alles zurück. Es war aber eine interessante Wahl des Treffpunkts. Okay. Komm, wir treffen uns vor dem fetten Leoren. Das sind die Nachtfalken. Eine kleine Gruppe aus Dünenheim. Sie sind hierher gekommen, um zu spielen, trotz der Lage. Das erinnert mich total an den In Extremo-Auftritt in Gothic 1, den ich damals super cool fand. Ist auch, ist das Dudelsack? Auf jeden Fall finde ich es cool. Du interessierst dich für Musik? Das wusste ich gar nicht. Irgendwo habe ich das schon immer. Ich habe es mir bloß nie erlaubt. Es schien mir zu nutzlos. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass ein Punkt kommt, an dem man alles getan hat, was getan werden kann. Und sei ehrlich, Salira, wir wissen nicht, was die nächsten Stunden oder Tage bringen. Wir könnten sterben. Und falls das passiert, und ich hoffe es nicht, will ich sagen können, Kalia, du hast dein Leben für etwas Bedeutsames gelassen. Du hast deine Prinzipien geachtet bis zum Ende. Schon krass, wie... Aber du hast hinter all dem nicht vergessen, dich auch einmal fallen zu lassen. Du hast nicht vergessen zu leben. Und zu lieben. Oh ja, das ist gut. Beim zweiten Teil schlägst du dich schon mal gut. ich find's interessant, wie ausgelassen die Leute sind und wie entspannt die ganze Stadt wirkt. Aber vielleicht ist es auch eine Art Flucht. Oh, wie er abgeht. Er feiert mich richtig. Seht den Blick, er guckt nicht auf die Band. Er ist ein ganz großer Fan, weil ich hier mir eine Freundin angelacht habe und er noch nicht. Und er freut sich für mich. Beim zweiten Teil schlägst du dich schon mal gut. Danke, dass du das sagst. Es bedeutet mir sehr viel. Also, Sayira, tanz mit mir. Lass uns für heute Nacht einfach alles vergessen. Die Hohen, die schwarzen Steine, alles, was wir sehen mussten. Okay, ich bin dabei. Ich hoffe, du weißt, dass ich ein fürchterlicher Tänzer bin. Pfeif drauf. Na dann los. Boah, genau in die Mitte. Oh ja, sie macht gar nicht mit. Ich stehle komplett die Show. Ich bin der König der Manege. Und sie macht überhaupt nichts. Was ist das denn? Wir machen. Damit hast du nicht gerechnet. Ich hoffe, du weißt, ich bin ein fürchterlicher Tänzer. Ich bin der Meister des schwulen Flamingos. Oh, jetzt näher ich mich? Macht sie nicht mit? Okay. Ah, das war schön. Das war schön. Mit dem Satz noch davor. Ah, das sieht gut aus. Setbonus wurde entfernt, heißt, wir sind nackt. Das gefällt. Sie scheint nicht allzu eingeschnappt gewesen zu sein. Ah ja. Toll, dieses Spiel hat einen sehr subtilen Humor, der mir gut gefällt. Ein guter Jahrgang. Oh, es war ein guter Jahrgang. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein schönes Date mit Kalia gehabt. Ich finde es sehr gut, dass wir uns nochmal mit ihr jetzt irgendwie getroffen haben, ne? Und die ganze Beziehung ein wenig ausgereift haben. Das ist ja öfters in so Spielen so, du kriegst die Frau und dann weg. Aber nicht hier. Wir sind hier in eine richtige Beziehung eingegangen. Finde ich ganz schön. Es gibt noch einen Honignusszopf, den gönnen wir uns jetzt. Ist auch ein Honignusszopf? Oder hattest du gestern Abend schon meinen? Guck mal, sie wacht langsam auf. Das gefällt mir doch. Die Folge gefällt mir doch schon wieder.
Ist ja auch egal, was noch so Wichtiges passiert. Das ist, das ist ja das Allerwichtigste im ganzen Spiel, wie ihr wisst. Okay, Kalia, wie geht's dir? Kalia? Ich glaube, das soll so sein, oder? Dass sie danach nichts mehr sagt. Ich speichere jetzt mal. Vielleicht, ich meine, die Quest ist ja beendet. Ne? Vielleicht kann man jetzt hier gar nicht mehr mit ihr reden, aber das fände ich ein wenig untypisch. Sie legt sich auf jeden Fall wieder hin. Sie will sich nicht von mir so richtig wecken lassen. Aber ich will mal gucken, ich will hier nichts verpassen. Ich glaube, ich kann nicht mit ihr reden. Nee, ich kann nicht mit ihr reden. Interessant. Also funktioniert die Welt unseren Faden. Gut. Sie hat bekommen von uns, was sie wollte, seien wir ehrlich. Und das war's jetzt. Wir müssten jetzt hier, genau, zwei Seelen. Teil 6 ist damit beendet. So, jetzt, irgendwie hätte ich gerne letzte Worte. Ich weiß auch nicht, vielleicht soll man jetzt hier wirklich einfach den Raum verlassen. Nee, okay, ich gebe auf. Ist okay, ich hab's verstanden. Gehen wir hin und schauen, wie es aussieht mit der... Mit der Forschung von dem Ding. Oh nein, dann bin ich jetzt hier sträflich. Mit der Forschung der Karte. Wo ist denn hier die? Da. Er hat ja gerade über einen schwarzen Wächter gesungen. Zum Glück weiß er nicht, dass er schon lange nicht mehr da ist. Ich habe ihn nämlich neulich, was heißt schon lange? Vor ein paar Tagen habe ich ihn umgebracht. Was, ist nachts? Oh Mist, ey, ich dachte wir... Na gut, dann gucke ich mal, ob ich da pennen kann bei Kalia. Ich dachte, wir hätten schon geschlafen. Das habe ich wohl falsch verstanden. Dann gehe ich nochmal schnell hin. Vielleicht soll man noch bis zum nächsten Morgen bei der übernachten. Das habe ich tatsächlich nicht so ganz gepeilt. Ich könnte auch einfach neu laden, wa? Also warte mal, mein Bett ist da hinten und dann links. Bitte geht weiter. Ja, hier mache ich ja. Mal fast zum Gruß. Was ganz oben? Hier. Oh, da ist sie. Angezogen, oder was? Wisst ihr was? Ich lade mal neu. Ich lade mal neu, Leute. So. Dann gehe ich mich da mal hin und schlafe ein paar Stunden. Dann gucke ich mal, was passiert. Aber ich warte noch, bis sie liegt. Ich will nur gucken, ob das irgendwie auch was macht. Was weiß ich. Nicht gecheckt, dass es noch nachts ist. So, nicht zu lang. Sonst ist sie am Ende weg. 7.44 Uhr. Also funktioniert die Welt eben. Nee, es hat nicht geklappt. Ich meine, ich muss jetzt eh super lang pennen. Vielleicht pennen wir jetzt einfach ganz lang zusammen hier. Wie sieht das aus? Mal hier 24 Stunden schlafen. Müssen ja auch noch ein bisschen Zeit abwarten und so. Vielleicht legt sie sich ja zu uns. Mit offener Tür. Interessant, dass sie gerade angezogen war. Also sie ist dann schon langsam wach geworden. Sie hat nur einfach überhaupt keinen Bock mehr gehabt, mit mir zu reden. Bin mir nicht sicher, warum. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Keine Ahnung, ob das schon gereicht hat. Aber sie ist noch dabei. Aber nee, okay, ist alles egal. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Warten. Ich mache tatsächlich nochmal, warum ich nochmal 24 Stunden mache, ist, ich glaube nicht, dass 1-2 Stunden reichen. Und 24 Stunden bedeutet, dass es wieder morgens ist. Zu einer guten Uhrzeit, nicht so schnell Nacht wird. Deshalb machen wir das Ganze jetzt nochmal. Und dann gehen wir da mal hin. Quatschen mit dem Typen. Wir haben ja nicht wirklich was zu tun. Ich meine, klar, ich könnte auch irgendwelche Nebenquests verfolgen oder so, aber wer hat darauf Bock? Ich bin's nicht. Mal sehen, ob Kalia immer noch da ist. Wir stellen es auf die Probe. Tatsächlich. Kalia vor dem Emporium treffen. Okay, da können wir dann nochmal mit ihr reden. Sehr gut, dass irgendeiner von uns beiden die Tür dann doch noch zugemacht hat in der Zeit. Einen guten Tropfen bekommt ihr hier. Und wir haben richtig schön die Zeit genossen. Das ist auch eine ganz nette Sache, finde ich, dass wir jetzt gerade lange Zeit zusammen verbracht haben. Auch wenn das Spiel natürlich das jetzt nicht unbedingt weiß, aber ne. Wir haben lange Zeit verbracht. Wir haben jetzt da irgendwie 2,5 Tage gemeinsam im Zimmer gehockt und nochmal schön die Zweisamkeit genossen. Das ist doch genau das, was man machen muss vor so einer heftigen Sache wie die uns bevorsteht. Und jetzt hat er die Karte fertig. Wir werden auf jeden Fall davon noch mit Kalia reden.
Ist übrigens gerade war so ein Loadscreen-Bild mit so einem Bogen auf dem Holztisch. Ist eins meiner Lieblingsbilder von diesen Loadscreens, weil das so schön schlicht und rollenspielmäßig ist. Sowas mag ich irgendwie. Richtig? So, so ein einfacher Holzbogen und so. Das gefällt mir. Auf so einem Holztisch. Hier. Saira, schön dich zu sehen. Und, bist du bereit? Der Großmeister meinte, heute Abend sollte Sharim etwas vorzuweisen haben. Die folgende Entscheidung leitet Ereignisse ein, die zum Ende des Spiels führen. Falls ihr noch etwas in der Spielwelt zu erledigen habt, solltet ihr es davor tun. Los geht's. Ich bin bereit. Gehen wir ins Emporium. Na schön. Dann lass uns noch bis Einbruch der Dunkelheit warten. Er wird uns sicher gleich zu sich rufen. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ich habe bis 7 Uhr morgens extra gepennt. Verdammt. Na dann. Geh vor. Okay. Das ist doch alles Wahnsinn. Dann mal los. Als Wahnsinn. Bist du bereit, Kalia? Jetzt gab es das ganz klare Signal, dass wir hier in den letzten Missionszügen sind. Es wird ein Ende geben. Vielleicht das Ende von uns allen. Hoffentlich das Ende der Hohen. Die Chancen stehen minimal. Prophet, es gibt gute Nachrichten. Die Erzmagister haben die Karte der Sternlinge entziffern können. Und wir wissen jetzt, wo die Stadt der 1000 Fluten ist. Und wo? Das wollte uns Sharim gerade erklären. Wir haben noch auf euch gewartet. Sharim, was? Natürlich. Ihr wisst ja bereits, dass Vin zu Zeiten der Pyrrhäe ein einziges verbundenes Land war, das erst in Ära durch den Sternenfall nach Asatarons Wahn geteilt wurde. Dieses Land hieß Pangora, und die Pyrrhäer beherrschten es von dem Fleck, den wir heute als Kile kennen, bis hierher nach Enderal. Kurz gesagt, es war ein Weltreich. Bislang dachten wir immer, dass sich die Stadt der 1000 Fluten irgendwo im Zentrum Pangoras befand. Wir lagen falsch. Die geheiligte Stadt liegt hier, in Enderal. Hier? Hier, unter unseren Füßen, um genau zu sein. Richtig Glück. Unter Ark? Ja. Okay. Das ist die Unterstadt. Wir wissen nicht, ob es Zufall war, dass die ersten Pioniere ausgerechnet hier das Fundament gelegt haben, aber den Königsberg hat es schon damals gegeben. Und genau hier stand einst die Hauptstadt der Pyrrhäer. Nur, dass sie jetzt verschüttet ist. Daher auch all die pyrrhäischen Ruinen in der Unterstadt. Wenn das stimmt, wie kann es sein, dass sie all die Jahrhunderte über unentdeckt geblieben ist? Es gab doch Expeditionen in die Unterstadt. Kaum. Archäologie war nie eine große Priorität des Ordens. Mhm. Und selbst wenn ein Geldgeber die Mittel für eine solche Expedition hätte stellen wollen, hätten ihn die Gefahren der Unterstadt abgeschreckt. Die Ralata spielt nach ihren eigenen Regeln. Hm. Aber im Grunde ist das nun egal. Soll ich noch tiefer ein Stück? Was zählt ist, dass die Stadt der 1000 Fluten unmittelbar unter unseren Füßen liegt. Ist jetzt natürlich schon ein bisschen, also das englische Wort dafür wäre convenient, also auffällig convenient. Mir fällt gerade die deutsche Bezeichnung dafür nicht gut ein, aber es ist, ja, ich will, es ist ein sehr, sehr glücklicher Umstand, nennen wir es so. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch ein bisschen Manipulation der Hohen und sie wollen, dass wir diese Stadt erreichen. Und haben deshalb das alles schon so gefügt in der Welt, dass hier diese Stadt ist, aus der dann der Versuch unternommen wird. Keine Ahnung. So könnte man sich zumindest ein bisschen wahrscheinlicher reden. Fand ich aber spannend mit dieser Geschichte. Ich wusste, hat das nicht so auf dem Schirm. Ich wusste, dass es davor einen Weltreich, also einen zusammenhängenden Kontinent gab. Aber ich wusste nicht genau, dass es gespalten wurde erst in dieser Ära und dass die Pyrrhäer noch auf einem gelebt haben. Und wie sollen wir dort hinabkommen? Wenn die Stadt verschüttet ist, würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Stimmt, aber es könnte einen anderen Weg geben. Kennt ihr diese Sage vom Schwarzen Wächter? Die Unterstädter glauben, dass es eine Art Dämon ist, der tief unter Ark haust. Die habe ich doch schon fertig gemacht. Ich denke, diese Schreie, die man von Zeit zu Zeit hört, sind die Klänge unterirdischer Flüsse und Wasserfälle, die durch Schächte und Gänge nach oben dringen. Und wo viele Schächte sind? Ach so. Ist viel Luft. Dann reichen die natürlichen Höhlen vielleicht noch viel tiefer als in die Unterstadt. In die Stadt der 1000 Fluten hinein. Oder das, was von ihr übrig ist. Alles, was wir tun müssen, ist einen brüchigen Punkt in der Wand finden. Mit etwas Glück kommen wir geradewegs in einen Schacht, der uns zum Herzen der Stadt führen kann. Dann brechen wir unverzüglich auf. Mit einer Armee dort unten anzurücken, macht keinen Sinn. Ich werde selbst hinabsteigen, mit dem Propheten. Und ihr, Sharim und Hüterin Sakharesh, begleitet uns. Prophet, sprecht mit dem Erzmagister und lasst euch von ihm das Wort der Toten und die Kristallkapsel für den Numinos geben. Er ist am Leuchtfeuer.
Sollten wir nicht etwas mehr Zeit in Planung investieren? Rüstet euch aus. Wir treffen uns am Tor zur Unterstadt. Was immer ein bisschen bitter an dem Spiel ist, die Dialoge sind so lang, dass man immer, wenn man was einwerfen will, unterbrechen müsste. Und ich mag das nicht so gerne, die Dialoge in dem Spiel zu unterbrechen. Deshalb sage ich dann einfach oft gar nichts, auch wenn ich ein paar Gedanken habe. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt kapiert, dass er das mit dem schwarzen Wächter nur meinte, weil das Gerücht ist, dass er immer Schreie wegen dem Typen hört. Und er denkt, es sind diese Schächte. Oh, ist hier kalt? Wir sind doch hier gar nicht das im Nordwind. Das Zentrum des Piräischen Weltreichs direkt unter unseren Füßen. Ich muss mal kurz gleich die Tür zumachen, dann ist es leiser für unglaublich. Euch. Oder für mich zumindest. Geh ich höre die ganze Zeit diese Vögel. Erzmagister Merail. Ich erwarte dich dann vor der Bis gleich. Das Ding sitzt auf meinem Balkon, ey. Ist ja nicht wahr. Oh. Was war das denn? Wartet mal, ich muss jetzt mal hier wieder klarkommen. Oh Gott. So, jetzt haben wir Ruhe. Es wurde mir zu laut da draußen. Ich habe das manchmal auf, einfach hier, gerade wenn es so warm ist. Aber es hat mich tierisch genervt jetzt schon. So, okay. Machen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. So kann man ja nicht aufhören. Wir holen uns jetzt mal den ganzen Kram, den wir brauchen. Ich check nochmal zur Sicherheit, ob es irgendwelche optionalen Quests gibt, die ich übersehen habe. Nochmal mit irgendwem reden oder so. Ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt war. Genau. Wir sollen Muriel am Leuchtfeuer treffen. Mal sehen, wie in welcher Verfassung er jetzt gerade ist. Wie es ihm geht. Die Musik ist total bedrohlich. Oh, ihr seid doch... Ach, egal. Hm. Wie kann ich euch helfen? Genau, die haben nämlich ein bisschen Respekt vor uns hier alle schon. Ich suche den Erzmagister. Er sollte eigentlich hier sein. Stimmt, war er auch. Aber er ist schnell etwas holen gegangen. Wartet doch einfach so lange hier. Ich muss sagen, dass es eine große Ehre ist, euch endlich von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Anfangs dachte ich, die Erhebung eines Fremdländers zum Hüter sei eine Sünde. Aber jetzt... Ach, ich danke Malphas oder wer auch immer euch geschickt hat, dass er es getan hat. Wir sind euch eine Menge schuldig. Wirklich. Ja, danke. Ach, nicht doch. Sagt, darf ich euch etwas fragen? Okay. Das Leuchtfeuer... Meint ihr wirklich, es wird funktionieren? Ich meine, ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann, wieso haben die Piräer sich dann damit nicht retten können? Ich verstehe das einfach nicht. Da seid ihr nicht allein, aber wir haben nicht gerade viele andere Optionen. Ich sage, ich bin... Es ist gemein natürlich, weil es da Zweifel in ihr sät, aber ich bin jetzt mal ehrlich. Wir haben nicht gerade viele andere Optionen. Wisst ihr, ich habe vor kurzem jemanden verloren. Es waren die Nerimesen, unter dem Befehl dieses Schlechters, Koarek. Meine Familie hatte einen kleinen Hof an der Küste. Und als die ersten Schiffe gelandet sind, bin ich zu ihnen geritten, um sie in die Stadt zu bringen. In Sicherheit eben. Was ist passiert? Ich... Verzeiht mir, das ist nicht einfach. Unser Haus liegt auf einer kleinen Klippe nahe der Bauernküste. Ein paar Meilen hinter dem Kornhof. Ich hatte schon von Anfang an so ein seltsames Gefühl im Magen. Aber als ich dann diese Rauchsäule aus der Ferne gesehen habe und diesen Geruch... Ein Geruch? Oh, jetzt frag doch nicht noch nach, ey. Wahrscheinlich verbranntes Fleisch. Oh, wartet mal. Vielleicht ist es keine Novizin. Oh nein, bitte werd nicht zu Papi. Aber bestimmt nicht. Ja. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Er war einfach überall. Ich bin schneller und schneller geritten. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Haus brannte und gleich daneben auf dem Hügel drei brennende Kreuze standen. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie. Sie lebten noch, wisst ihr? Und ich stand da und ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Ich war einfach zu schwach. Ich war zu spät. Und ich war zu schwach. Euch wäre das nicht passiert, nicht wahr? Ihr hättet etwas tun können, oder? Ihr hättet sie retten können, so wie ihr uns retten werdet.
Wenn ich doch einfach nur mehr wie ihr wäre, dann... Euer Fleisch. Mm. Ja, das ist es. Ich brauche einfach nur ein Stück von eurem Fleisch. Dann wird so etwas nie wieder passieren. Mm. Okay. Mal ein paar Sachen dazu. Erstmal hat sie, glaube ich, ein Szenario beschrieben, was auch uns hätte passieren können, was erklären würde ein wenig, was mit unserer Familie passiert ist und warum wir immer diese Verarbeitungsdinger haben. Also ich spinne jetzt ein bisschen, aber ich rede mal drauf los einfach, weil das sie ja, weil sie ja gesagt hat, uns wäre das nicht passiert. Und das hat für mich ein bisschen impliziert, weil sich das der mit dem Fleisch, und jetzt gibt es auch noch diese Brücke zu diesem knuspriges Fleisch und so, was wir alle schon kennen, Feuer. Also uns wäre es nicht passiert, impliziert dahingehend, dass es hier um diese ganze Thematik eventuell geht, dass uns genau das passiert ist. Und was haben wir gehört? Drei Kreuze, verbrannt, wir kamen zu spät. Wahrscheinlich waren es bei uns vielleicht nicht Neremesen, sondern irgendwer anders, der unsere Familie verbrannt hat, den Vater, die Mutter und das Kind. Und wir waren der Sohn oder die Tochter, die nichts machen konnte und vielleicht gerade erst zum Haus kam, als passiert ist, dadurch nicht Opfer wurde, irgendwie so. Und wir geben uns die Schuld, dass wir sie nicht retten konnten. Auf jeden Fall eine total krasse Situation, wenn man damit auch nicht rechnet. Ich habe nur an der Musik schon was gemerkt und an den Dialogen so ein bisschen. Gut, dass die Steam-Overlays an sind, freue ich mich natürlich. Sag mir mal, was? Was ist los? Was? Was? Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich will ja nicht viel, nur ein kleines bisschen. Aber ihr wollt nicht teilen. Das ist es doch, oder? Ihr wollt alles für euch, weil ihr eitel seid. Und in all eurer verdammten Eitelkeit kapiert ihr nicht einmal, wie aussichtslos diese ganze Sache doch eigentlich ist. Das Leuchtfeuer wird nicht brennen. Seht ihr es denn nicht? Tausende haben es vor euch versucht. Tausende, die genauso vermessen waren wie ihr und alle sind gescheitert. Wie hieß es so schön? Lasst euch doch einfach fallen! Denn das Licht wird euch ohnehin verbrennen. Es wird euch verschlingen, bis nichts mehr von euch übrig ist. Nichts mehr. Das macht sie. Verbranntes Fleisch. Schön knusprig und braun. Damit kennt ihr euch doch aus, oder etwa nicht? Prophet! Oh oh. Gegner auf jeden Fall. Ich bin nicht ausgerüstet. Okay, warte mal. Ich zieh mich erstmal an. Oh, krass. Jetzt geht's hier los, oder was? Vielleicht wollen die Hohen jetzt verhindern, dass wir hier weitermachen und greifen deshalb an. Wir schauen uns gleich mal die Gegner an. Auf jeden Fall. Vielleicht bin ich auch in einer Art Parallelwelt oder Vision. Auf jeden Fall, diese Mischung ist immer ganz interessant. Ne? Zum einen, ich meine, ich kann ja nur interpretieren von dem, was ich höre und bisher weiß. Ne? Zum einen sieht es so aus, als wäre unsere Familie getötet worden mit Feuer, also verbrannt worden. Und man hat den Geruch von Fleisch gerochen. Zum anderen gibt es aber auch immer diese Kannibalismus-Richtung. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir danach zum Überleben gezwungen waren, unsere eigene Familie zu essen, nachdem sie verbrannt wurde, auf diesen Kreuzen. Oder unser Vater war Kannibale und danach wurden die alle getötet und das hat sich dann irgendwie vermischt oder so. Es ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Ich hoffe, wir erfahren darüber noch mehr. Ist total spannend, finde ich. Und auch gruselig. Klingenmeisterring. Wo ist unser Super-Amulett? Dann natürlich unsere Waffen. Ne? Aber die habe ich auch so. Ich weiß noch nicht, wir kämpfen hier gegen Hüter. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich in einer Art Vision bin. Oder ob ich hier gerade der Wahnsinnige bin und unsere Freunde umbringe. Ups. Oh, das hat ganz schön Schaden gemacht. Magie halt, ne? Alles klar. Alles klar, das ist gar nicht mal so geil. Ich muss jetzt eigentlich ziemlich schnell sein. Oh, verdammt, Mann. Ich habe nicht aufgepasst. Der Schaden. Irgendjemand meinte auch, wir müssen sie aufhalten. Hey, was? Oh, dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig. So. weil er dann halt den anderen Speicherstand nimmt, natürlich. Ich muss nochmal schnell umrüsten, macht ja nichts. Ich habe ja die meiste Zeit sowieso gequatscht und nicht gekämpft. Ehrlich gesagt, ich habe ihm im Kampf auch überhaupt keine Mühe gegeben. Es ist auch so ein bisschen, es ist cool, dass wir angegriffen werden. Mir macht das sehr viel Spaß, versteht es nicht falsch. Ich bin nur gerade mental nicht im Kampfmodus. Wir haben ja noch kein einziges Mal gekämpft irgendwie bisher. Aber okay. Ich wollte gerade noch schnell die Zeit anhalten, aber ich war instant tot. Ich habe zu spät reagiert davor. Ähm
müssen sie aufhalten. Schnell! Hier ist auch einer, der für mich kämpft, habe ich das Gefühl. Hier der da. Oh, er hat meinen eigenen Kumpel angehauen. Er hat mich angegriffen. Oh nee, ey, okay, warte, ich muss neu laden, Leute. Ich weiß, das ist nervig, aber ich muss neu laden. Ich habe das Gefühl, das passiert nämlich in Enderal. Es gibt Friendly Fire und wenn man die Leute trifft, dann ist es doof. Das heißt übersetzt, ich darf auch meinen AOE, glaube ich, nicht benutzen. Nur zur Sicherheit, ich will hier nichts versauen oder einen zu viel töten oder so. Man weiß ja nie bei dem Spiel. Ich werde aber gleich nochmal speichern, falls noch was schief geht, damit wir das hier nicht nochmal machen müssen die ganze Zeit. Müssen Sie aufhalten, schnell! Okay. So, der kämpft nämlich für mich. Dann mach ich mal. So, ich habe jetzt einen Kumpel beschworen. Einen haben wir schon mal. Mit diesem Zeitanhalten kann man auch ganz gut filtern, wen man denn schlägt im Ende. Der ist der nächste. Nicht den eigenen treffen. Okay, den haben wir. Er kämpft auch gegen irgendwen. Ah ja, auf den muss ich aufpassen. Ist das irgendwie mal, wie viel Schaden er macht? Okay, da ist unser Kumpel. Beim Namen der Sonne. Sie waren besessen? Aber wie ist das möglich? Ich dachte, der Siegelstein beschützt uns. Scheinbar nicht. Ah, die waren vielleicht auch einfach Opfer des roten Wahnsinns und es war hier komplett real. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Es würde auch bedeuten, dass es eine Verbindung gibt zwischen, wenn das jetzt hier in dieser Realität real war, ne? Dann, da würde es vielleicht auch bedeuten, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Hohen und unseren Erinnerungen mit unserer Familie. Aber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Scheinbar nicht. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Wohl muss nicht unbedingt das bedeuten eigentlich. Natürlich, wartet. Guck mal, sie ist ja auch sofort zum Skelett geworden, ne? Die Novizin. Hier ist der Hüter. Das gilt. Ach ja, das bringt uns eh nichts, selbst wenn wir es tragen. Gut, dann lassen wir die Sachen einfach mal Sachen sein und gucken, wie es hier weitergeht. Ich speichere. Ich glaube, der eine hat jetzt überlebt. Auf jeden Fall hat mich der eine nicht mehr angegriffen. Aber. Was ist das für ein Lärm? Es stimmt. Schlachtengeräusche. Oh, beim Namen der Sonne. Die Stadt. Das solltet ihr sehen. Was? Ich will's sehen. Was zum Henker ist hier passiert? Und was ist das für ein Lärm? Feuer irgendwie? Die Merimesen. Sie sind in der Stadt, die ganze Armee. Was? Oh Gott. Nein! Das ist nicht möglich! Das ist nicht möglich! Und hier? Was hat dieses Blutbad zu bedeuten? Ich weiß es nicht, Großmeister. Na los, beeilen. Die Hohen haben es irgendwie geschafft, diese Hüte hier zu übernehmen. Und sie wollten das Leuchtfeuer zerstören. Was? Aber der Stein, das ist... Großmeister, ihr müsst das sehen. Was? Dass die Merimesen in der Stadt sind, das weiß ich bereits. Nein, wir wissen, wie sie es geschafft haben. Die Truchesse hat uns verraten. Ah... Verdammt. Unfug. Nein, sie und fast ein Drittel unserer Leute. Sie sind Bartas Beispiel gefolgt. Oh. Kommt, hört es euch selbst an. Also es ist doch am Ende noch. Ist sie doch am Ende schwach geworden, sozusagen. Im Verhör der Verräterin bei Wir haben die Tore des Tempels natürlich unverzüglich versiegeln lassen und Bogenschützen positioniert. Vorerst kommt hier keiner dieser neremesischen Hunde hinein. Auch wenn ich bezweifle, dass sie sich auf einen Kampf einlassen würden, den sie auch verlieren könnten. Ah, okay, deshalb. Ich habe mich schon gewundert, warum wir so viel Zeit haben. Nein! Doch, meine Fackel ist auch da. Ja, okay. Also wir gehen da jetzt hin zum Verhör. Ich dachte nicht, wir beeilen uns jetzt einfach. Keine Ahnung. Aber wir müssen halt auch noch in diese Stadt, ne? Also wir müssen irgendwie schnell in die Unterstadt kommen oder so. Aber scheinbar haben wir jetzt hier als letzte Bastion den Tempel. Oh, Mann. Vor allem, jetzt ist wirklich... Damit hat sie ja wirklich das komplette Blutbad jetzt verursacht, ne? Oh, wie bitter. Und er kann es nicht glauben. Selbst sie. Seine frühere Geliebte. Oh, die ist ganz schön fertig. Augen auf, Verräterin. Was? Großmeister, ihr... Es tut mir so leid. Das hätte nicht so kommen sollen, wir... Oh. Ich... Irgendwas schiefgelaufen. Beruhigt euch und erzählt, was geschehen ist.
Die Truchessa. Sie... Sie hat mit Kuarek Kontakt aufgenommen und ein Gespräch gefordert und... Okay. Sie verblutet, Großmeister. Wir müssen sie ins Lazarett bringen. Das werden wir, wenn wir fertig sind. Fahrt fort. Die Truchessa hat sich also mit Kuarek getroffen. Was wollte sie? Sie... Sie bot ihn die Stadt an, wenn er als Gegenleistung niemanden töten würde. Sie hatte den... Diesen Stein, wisst ihr? Den Siegelstein, der uns vor den Hohen schützt. Oh Mann. Kuarek hat eingewilligt. Aber als die Tore geöffnet waren, hat er euch alle töten lassen. Ja. Ja. Hat die Truchesse einfach, obwohl sie sich an die Vereinbarung gehalten hat. Und dann sind sie in die Stadt gestürmt und beim rechten Weg, was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Bringt sie ins Lazarett. Ja, jawohl, Großmeister. Lerell, Jetta, bringt mir eine Trage, schnell. Wartet. Ihr müsst mir verzeihen. Ich meine, wir wollten nur das Beste, versteht ihr? Lasst mich nicht als Wegelose sterben. Das... Ich vergebe euch. Ja, Meister. Danke. Na, er hat ja wahrscheinlich nicht wirklich vergeben, aber das ist eben diese Empathie, die ich meinte bei ihm. Okay, das war natürlich jetzt doof. Doof gelaufen, er hat sie auch noch umgebracht danach und verraten. Wir sind nicht viele, aber wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir die Nerimesen zurückdrängen. Könnten wir nicht. Hier oben haben wir gerade mal 5 Dutzend und die Nerimesen sind zu Tausenden. Und sowohl unser Brandöl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg verloren. Was? Reißt euch zusammen, verdammt nochmal! Nichts ist verloren! Alles, was wir tun müssen, ist die Nerimesen wieder aus der Stadt vertreiben. Wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zuckerminze beladen und die Nerimesen mit Kräuterbällen beschießen? Ihr Elender! Ruhe! Merayil und Sharim haben recht. Arg ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leuchtfeuer intakt. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Und alles, was uns nun noch fehlt, ist der Numinos. Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Kuarek besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Truchessa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns hier und jetzt ergeben oder uns in dem Schlachtfeld dort unten töten lassen, wird Kuarek das Leuchtfeuer zerstören und die Läuterung geschehen lassen. Und dazu darf es nicht kommen. Deshalb werden wir den Numinos finden und das Leuchtfeuer entzünden und uns anschließend ergeben. Ja. Aber Kuarek wird uns alle töten lassen. Ja, das wird er. Wir werden sterben, aber es gibt keine Alternative. Kuarek ist nicht Manns genug, selbst an der Schlacht teilzunehmen. Und die einzigen, die wir dort unten töten würden, wären verblendete Infanteristen. Ihr Tod wäre so sinnlos wie dieser ganze Krieg. Sind die Hohen besiegt, können wir gehen. So einfach ist es. Aber nein, wir sind Krieger und wahre Krieger kämpfen. Das habt ihr selbst. Wahre Krieger stellen Fragen. Wie die, wann aus dem Kampf für Ideale nichts als ein Kampf für seinen eigenen Stolz geworden ist. Bam. Das dort unten, Kommandantin, das sind nichts als verblendete Schlechter. Und wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu gehen. Aber nun werdet ihr diesen Ort verteidigen, während wir den Numinos suchen und finden. Erzmagister, habt ihr das Wort der Toten? Ja, hab ich. Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden Wächter. Ich werde eine Ansprache halten.
Also ich war komplett bei Thealor. Es war für mich das absolut Sinnvollste. Ich dachte, das wäre offensichtlich unser Plan, hier so lange auszuhalten, bis wir das Leuchtfeuer entzünden. Alles auf eine Karte und danach Ziel erreicht. Dann kann der Typ die Stadt haben, wenn er Bock hat. Oder den Tempel. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum er dann unbedingt kapitulieren will und sich damit opfern will. Man kann danach auch einfach wegrennen. Also muss man nicht schaffen. Vielleicht stirbt man trotzdem. Aber ich hätte eher so die Taktik, glaube ich, man hält hier so lange aus, wie es geht. Versucht, das Ding anzuzünden. Und dann, wenn man es hier schafft hat, haut man ab. Aber mal sehen. Vielleicht ist sogar noch am besten, das selber zu zerstören und dann wegzurennen. Ich habe so ein bisschen, ich habe ja schon öfters mal erwähnt. Wer weiß, ob nicht das Leuchtfeuer selber die Hohen irgendwie erst, die Läuterung erst einleitet. Egal, wir werden jetzt hier der Rede beiwohnen. Wir wurden verraten von unseren eigenen Brüdern und Schwestern. Doch während ich spreche, herrscht dort unten Krieg. Der Hass der Nerimesen richtet sich nicht nur auf uns. Sie töten alle, weil wir in ihren Augen verblendet sind. Und egal, was wir tun, wir werden sie nicht aufhalten können. Ich weiß, was ihr nun fühlt. Ihr fühlt Wut auf sie und auf die in unseren Reihen, die uns das angetan haben. Aber damit tut ihr ihnen Unrecht, denn sie wollten uns beschützen bis zum bitteren Ende. Selbst Koarek und seine Soldaten sind frei von Schuld. Ja, sie mögen kurzsichtig und verblendet sein, aber auch sie taten das, was sie für das Richtige hielten. Falls etwas wie Schuld existiert, dann trifft sie einzig und allein die Hohen. Sie, Brüder und Schwestern, sie sind es, die all das zu verantworten haben. Sie haben weder Mitgefühl noch Verstand und ihr einziger Daseinszweck ist unsere Vernichtung. Sie sind Feiglinge, die uns aus dem Verborgenen gegeneinander ausspielen wie Marionetten. Und sie glauben, dass sie uns in die Knie zwingen können wie all die anderen. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir noch hier sind. Wir sind noch hier und wir werden uns nicht brechen lassen. Und wir haben das Leuchtfeuer, das einzige, das imstande ist, diesen Wahnsinn zu beenden. Und genau das werden wir tun. Danach steht es euch frei zu gehen. Flieht, kämpft, tut, was ihr für richtig haltet. Ich selbst werde mich ergeben, weil jeder vergossene Blutstropfen, wenn die Hohen besiegt sind, hinfällig wäre. Und selbst wenn die Nerimesen mich töten, wird mein Tod ein Zeichen sein. Und zwar eines, das Koarek nie verstehen wird. Nämlich, dass aus Hass nur Hass entwächst. Das ist es, was uns die Geschichte der Menschheit lehrt und was die Hohen stark macht. Steht bei mir, wenn der Moment gekommen ist oder geht. Aber bis dahin kämpft und ehrt all die, die bereits ihr Leben lassen mussten. Der ist schon drauf, ey. Gute Rede. Und hat auch nochmal gut begründet, zumindest halbwegs gut begründet, warum er dann nicht fliehen will, hat mir gefallen. Ja, ist auch angekommen scheinbar bei den Leuten. Aber Kalia, ich bin trotzdem dafür, dass wir wegrennen. Ja. Okay, komm. Können wir dich jetzt schon einfach abhauen? Mir wird es hier langsam ein bisschen zu brenzlig, Leute. Es sieht wirklich nicht mehr gut aus, alles. Das soll doch mal einer verstehen. Hier, der will raus, oder was? Also da, ich gehe da sicher nicht raus. Na gut. Ich folge jetzt einfach mal hier weiter den Geschehnissen. Es kommt ja gerade wirklich Schlag auf Schlag. Ist total spannend. Da will ich nicht mit anderen mich abgeben. Reden wir oben. Na super. Der Mann hat aber auch immer eine Geduld in solchen Situationen. Ich bin interessiert daran, wie wir jetzt in die Unterstadt von hier kommen. Man hört immer noch den Schlachtenlärm und ich glaube, das ist Feuer. Das habe ich davor nicht so ganz erkannt. Aber jetzt sieht man es richtig gut, dass die Stadt brennt. Na gut, gehen wir da mal hin. Auch interessanter Weg, den er da eingeschlagen hat. Ne, hier hinten rum. Saira. Ja. Prophet. Ja, hallo. Durch seine Cheftür ist er rein. Also wenn wir irgendwie in die Unterstadt kommen, dann müssen wir nur in dieser Wasserstadt da. Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Ja, aber er hat nicht so viel geholfen durch den Verrat. Und dann haben wir es ja, ne, so halbwegs. Ist er nicht hier? Ist mich irritiert. Wo ist er denn jetzt hin, ey? Ist da
Ah, er ist da oben. Nee, doch nicht. Wartet mal. Doch, er ist hier irgendwie, aber... Vielleicht da durch die... da lang hier. Und dann nach links. Ja. Gemächer, in seinen Gemächern. Da habe ich doch mal irgendwie 20 Goldbarren rausgeholt. Aus den Teilen. Hier, ich glaube hier. Ja, da ist eine leere Truhe. Da geht sie dahin. 4000 Jahre. Und nun steht sie in Flammen. Es ist ein Trauerspiel. Ja, arg brennt. Ihr habt gesagt, dass wir den Numinus finden werden. Aber wie sollen wir mit all den Neremesen zum Eingang dieser Stadt der 1000 Fluten kommen? Es gibt einen anderen Weg. Ihr wisst vermutlich, dass der Orden nie stolz auf die Unterstadt war. Und aufgrund eurer Machenschaften wisst ihr auch, dass der Orden und die Ralata eine Abmachung haben. Ihr herrscht unten und wir oben. Aber tatsächlich ist das nur die halbe Wahrheit. Der Orden hat die Zügel nie ganz aus den Händen gegeben. Es gibt eine Sicherheitsvorkehrung. Für den Fall, dass die Dinge außer Kontrolle geraten und die Unterstädter revoltieren. Okay. Vermutlich. Ich mache es kurz. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg. Es wurde erbaut, um im Notfall Giftgas in das gesamte Höhlensystem der Unterstadt leiten zu können. Okay, dann habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, das heißt, es gibt einen Schacht, um dann da im Notfall schnell Soldaten runterzuschicken. Ist es eklig, ey. Giftgas? Ja. Niemand würde entkommen. Ist es eklig. Und ihr wollt durch die Schächte hinabsteigen? Hinab und hinauf, ja. Die Neremesen werden nichts bemerken. Wir steigen hinab, wir finden den Numinos und wir entzünden das Leuchtfeuer. Dann, ihr wisst, wie es weitergeht. Zumindest für mich. Trefft Charim und mich, sobald ihr bereit seid, vor der Schatzkammer des Ordens. Und bringt eure Geliebte mit euch. Wir treffen uns vor der versiegelten Tür. Gut. Die Trümmer der Ordnung, Teil 1. Kalia im Sonnentempel treffen. Das ist die Kalia-Folge. Ich meine, wir haben heftige Ereignisse, aber eben auch viele Dialoge. Praktisch keine Kämpfe, bis auf einmal. Das ist eine Folge, in der der Weg bereitet wird fürs große Finale, könnte ich mir vorstellen. Ich bin nicht ganz sicher, wie unsere Wasserstadt, also die Stadt der 1000 Fluten, sich zeittechnisch machen wird. Also ob das ein riesiges Gebiet ist oder so. Mal fast zum Groß. Aber ich bin wirklich total neugierig, was passiert, wenn wir dieses Ding entzünden. Und ob wir es am Ende nicht, ob wir am Ende daran scheitern. Also ob wir es wirklich nicht schaffen, es zu entzünden. Oder ob wir es schaffen und was Unvorhergesehenes passiert. Irgendeinen Twist wird es geben. Saira. Kein schöner Anblick, was? Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes, etwas Gutes. Naja. Was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Wo ist eigentlich Jesper? Wo ist eigentlich Jesper? Der war... Wo war der denn nochmal? Ah ne, ich glaube, der war auch hier. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Naja, ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Wenn alles so kommt, wie Arantial es vermutet, wirst du dich ergeben? Mann, ich wollte das nicht beantworten. Ich weiß nicht, ich verstehe den Gedanken dabei, aber welchen Sinn hat es, mein Leben vorzuwerfen, allein schon wegen uns beiden? Ich weiß nicht, wenn es einen Weg gibt, das ganze Leben zu überstehen, dann würde ich es drauf ankommen lassen. Zeichen setzen hin oder her. Aber interessant, ich hätte ja sowieso, das hat ja schon vorhin angekündigt, ich hätte ja sowieso nicht gesagt, dass wir uns opfern, aber ich habe, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht die Option, direkt zu sagen, ich werde mich opfern. Egal, ich mache das Erste, ne? Allein schon wegen uns beiden, Sinn, Leben wegzuwerfen und so. Wegen uns beiden. Es erleichtert mich, dass du das so siehst. Warten wir ab, was geschieht. Vielleicht können wir durch das Tunnelsystem ja aus der Stadt fliehen, wenn alles vorbei ist. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. Okay, wir sind auf einer Wellenlänge. Es gefällt mir gut. Es gefällt mir gut. Kalia im Sonnentempel treffen, haben wir beendet. Und jetzt sollen wir Thealor, Yuslan und Kalia im Kellergewölbe treffen. Ich denke, das ist ein sehr guter Moment, um die Folge
zu beenden an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall spannend und es wird, denke ich, auch spannend bleiben für den Rest dieses Let's Plays. Wir schauen hinab auf eine brennende Stadt. Ich will noch einmal kurz gucken, wie das von oben aussieht. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Ich musste erstmal wach werden, aber nach ungefähr einer halben Stunde war ich wach. Ja, das war ganz gut. Hier sind die Toten. Prophet, wir werden hier tun, was wir können. Ich springe jetzt hier rauf. Wer weiß, was die Nerimesen sich einfallen lassen werden, um in den Tempel zu gelangen. Ich bin auch ängstlich. Na komm, Henry. Großes Folgenfinale. Oh. Na gut, man sieht ja. Man sieht's ja. Okay. Bis dann. Macht's gut.